Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kollegin Schäfer, der Beamte ist Ende April nicht gestorben, sondern er wurde in mörderischer Absicht erschossen. Das möchte ich hier einmal klarstellen, damit hier auch die richtige Wortwahl getroffen wird, wenn es um solche Vorgänge geht. Meine Damen und Herren, Sie haben eine Gesellschaft geschaffen, die immer heterogener wird. Und das birgt natürlich Konfliktpotenzial. Das erleben Lehrer und Polizisten, das leben wir alle Tag für Tag. Da sind die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe, die aufeinanderprallen und die nicht alle das West- und mitteleuropäische Verständnis einer zivilisierten und freiheitlichen Ordnung aufbringen. Da sind aber auch ein gestiegenes Maß an Anspruchshaltung und Egoismus, wenn ich da nur auf Vorgänge wie beispielsweise auf Autobahnen sehe, wenn Leute dort wenden, die Rettungsgasse missbrauchen oder als Gaffer andere gefährden. Dieses Verhalten setzt sich dann auch zum Teil im Auftreten gegenüber Polizisten fort oder Lehrern. Es geht also um komplexere Ursache-Wirkungszusammenhänge, die bei Widerstandsdelikten aber auch einen atmosphärischen Rahmen liefern. Und Herr Minister, ich glaube schon, dass es da Forschungsbedarf gibt. Und wenn Sie zulassen, dass man linke Hausbesetzer einfach gewähren lässt, dass fanatische Baumbesetzer im Hambacher Forst auf fremden Grundstücken machen, was sie wollen, wenn Sie Linksextremisten, die unseren Staat ablehnen, autonome Zentren bezahlen, wenn Sie über Jahrzehnte hinweg wegschauen, wie sich türkisch-arabische Clans breitmachen und sich über das Gesetz stellen, wenn spinnerte Reichsbürger noch Waffenscheine haben, wenn selbsternannte Antifaschisten verharmlost und umgarnt werden, dann, meine Damen und Herren, stärkt all das ganz sicher nicht das Vertrauen des normalen Bürgers in Rechtsstaat und freiheitliche Ordnung. Nein, da erodiert das Vertrauen des Bürgers in unsere Ordnung und er beginnt vereinzelt, meist angetrunken, ebenfalls die Autorität des Staates und seiner Repräsentanten, sprich der Polizei, in Frage zu stellen, bis hin zu den steigenden Zahlen an Widerstandsdelikten. Denn wer erlebt, dass jedes Falschparken oder Blitzen konsequent gegen den normalen Steuerzahler durchgesetzt wird, aber zeitgleich bestimmte Gruppen mit deutlich schlimmeren Verfehlungen davonzukommen scheinen, der wird erst sauer und dann womöglich renitent, auch wenn das nicht richtig ist, verstehbar ist das schon. Und auch wenn man sieht, mit welcher Härte jetzt gegen Corona-Demonstranten vorgegangen wird, da, ich kann da nicht jeden einzelnen Fall beurteilen, aber da ist doch womöglich schon ein Missverhältnis dazu zu attestieren, wie gegen wirkliche Gewalttäter, Kriminelle und Extremisten vorgegangen wird. Meine Damen und Herren, der Bürger darf nicht das Gefühl bekommen, dass die arbeitende und steuerzahlende Mittelschicht bei Delikten im Straßenverkehr oder weil mal jemand kurz ohne Mundschutz durch die Gegend läuft, die dankbareren Fälle für die Ordnungshüter sind, während man sich in Ghetto-Stadtteilen als Staat etwas weniger traut. Die Politik muss den Rechtsstaat durchsetzen. Sie muss sich aber auch selbst rechtsstaatlich verhalten. Sie muss sich so verhalten, dass die Menschen dem Staat vertrauen können. Daraus erwächst Respekt und Wertschätzung für unsere Ordnung und deren Hüter, jedenfalls bei den allermeisten Bürgern. Bei denen jedoch, bei denen das nicht ausreicht, nicht ausreichend ankommt, bleibt es dabei, klare Kante, Stärke zeigen und eindeutige Urteile für die, die auf Polizisten schießen und sei es nur mit Stahlkugeln, die linke Kriminelle im Hambacher Forst mit Zwillen auf unsere Polizisten abfeuern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.